Herzlich willkommen zum vierten Teil unseres etwas anderen Jahresrückblick mit einer der erfolgreichsten deutschen Motorsportlerinnen, mit Kerry Schreiner. Liebe Kerry, vielen Dank erstmal für die Einladung. Wir durften dich zu Hause besuchen. Und wir sehen, hier ist alles ganz, ganz weihnachtlich. Was ist für dich oder was bedeutet für dich denn Weihnachten? Also Weihnachten ist für mich eine der schönsten Zeiten des Jahres. Also ich freue mich, ich merke schon, wie ich mich ein paar Monate davor darauf freue. Und ich mag das einfach, wenn es draußen kalt ist und drin es gemütlich ist und man heimkommt und der Tannenbaum leuchtet. Und das ist auch, wie man sieht, bei uns in der Familie Tradition, dass alles immer schön geschmückt wird. Und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Zeit des Jahres. Also die Tradition ist dir wichtig und die Familie ist dann auch wichtig in dieser Zeit, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ist natürlich schön, wenn man die Zeit mit der Familie verbringt. Und ja, dann einfach das zusammen genießen kann. Wie feiert ihr Weihnachten? Wie ist das bei euch? Ja, wir fahren jedes Jahr, eigentlich seitdem ich denken kann, schon immer in den Süden über Weihnachten und Neujahr, weil das einfach auch die einzige Zeit im Jahr ist, wo wir alle so 2 Wochen frei machen können. Ja. Und deswegen fahren wir immer in Urlaub und das ist natürlich, deswegen machen wir alles vorher schon. Ah ja, okay. Und das ist natürlich dann was anderes, Weihnachten im Warmen zu verbringen, aber ich kenne es halt nur so. Ist auch eine Tradition für ja, mich dann genau. Quasi. Jetzt wollen wir natürlich unter deinen Weihnachtsbaum blicken und wollen endlich erfahren, was liegt da für das Jahr 2019 drunter. Aber vorher hast du dich schon ein wenig in der Vorweihnachtszeit beschenken können, denn du bist nach Riad geflogen. Was hast du da gemacht? Genau, ich hatte die große Ehre, für HWR in Riad, Saudi-Arabien, ein Formel-E-Auto zu testen. Dort bin ich an dem Sonntag nach dem Auftakt für die neue Saison, war dort ein Testtag und da durfte ich das Auto mal fahren. Und das war auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis, also was ganz anderes. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, das Auto. Also meine Erwartungen wurden auf jeden Fall übertroffen. Und ja, es war einfach cool und was anderes. Und ohne Sound. Genau, ja, das war natürlich am Anfang ein bisschen komisch, aber letztendlich gewöhnt man sich da schnell dran. Es war dann eher wieder komisch, als man nach Deutschland gekommen ist und das Straßenauto auch immer wieder Krach macht. Ja. ja, deswegen war das auf jeden Fall eine coole Erfahrung, die ich nicht mehr missen möchte. Leider konnte ich nicht ganz so viel fahren. Also am Morgen konnte ich mich ans Auto und an die Strecke gewöhnen. Und am Schluss bin ich immer besser klargekommen. Nur leider hatten wir in der zweiten Hälfte des Tages technische Probleme, warum ich leider nicht mehr fahren konnte. Aber trotzdem habe ich jede Runde genossen und würde es jederzeit wieder machen. Auf jeden Fall das ein Ausblick für die weitere Zukunft. Mhm. Jetzt wollen wir es wissen. 2019. Wir wissen schon, wir haben schon erfahren vom Girls Only Team, 24-Stunden-Rennen. Genau. Was liegt noch unter dem Weihnachtsbaum? Ja, also der erste Teil ist ja schon bekannt, dass ich an 6 VLN-Rennen und 24-Stunden-Rennen an den Start gehe. Und mein Hauptprogramm wird es sein, dass ich bei den ADAC GT Masters an den Start gehen werde. Genau, zusammen mit HCB Rutronic Racing als Team. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Natürlich ist es eine große Herausforderung und mir ist auch bewusst, dass es nicht einfach wird. Aber ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass ich da sehr, sehr viel lernen werde. Und als Zusatz werde ich noch in 7 Rennen der Dunlop 60 an den Start gehen. Schön. Und damit habe ich auf jeden Fall ein sehr gutes Programm für nächstes Jahr. Das wird hier nicht langweilig. Nein. Ist aber eine Herausforderung, das GT Masters, ne? Zweifelsohne. Finde ich cool, dass du den Schritt wagst. Super, Kompliment dafür. Danke. Auf deinem Weg hattest du viele Begleiter, viele, die dich unterstützt haben. Mhm. Das hört sich jetzt so an, als ob du in Rente gehst, ganz im Gegenteil, du bist 20 Jahre geworden dieses Jahr. Aber nichtsdestotrotz hattest du viele Wegbegleiter und die Weihnachtszeit ist ja oft so die Zeit, wo man Danke sagen kann. Wem würdest du Danke sagen wollen? Ja, in den 10 Jahren Motorsport haben mich natürlich einige Menschen begleitet und unterstützt. Ja. Angefangen damals mit RMW Motorsport, mit den Wangards und mein Team, mein Mechaniker damals, der Christian, das war mehr wie ein großer Bruder irgendwann für mich. Deswegen hat mich das auf jeden Fall, die haben mich in meinen Anfängen im Motorsport begleitet und wir waren auch sehr erfolgreich zusammen.
Und deswegen bin ich denen sehr dankbar dafür. Und natürlich dann im letzten Jahr dann auch Energy Germany Ja. mit Marco Di Martino und dem Andreas Niedermeyer als Mechaniker. Wir hatten extrem viel Spaß. Wir haben sehr, sehr, sehr viel zusammen gelacht. Und ja, dann in der Formel 4 bin ich ja 2 Jahre lang für das Team von Gerhard Unger gefahren. Da habe ich auch sehr, sehr viel lernen können. Also es waren ja die ersten 2 Jahre im richtig professionellen Motorsport für mich. Und da bin ich ihm und dem Team auf jeden Fall sehr dankbar für alles das, was sie mir beigebracht haben. Und dort habe ich das Autofahren gelernt. So, und dann dieses Jahr möchte ich mich natürlich bei den Teams, wo ich gefahren bin, Konrad Motorsport und HC Virotronic Racing Ja. bedanken. Wir haben beide auch Erfolge feiern können dieses Jahr. Und ja, mit Rotronic werde ich ja auch noch den weiteren Weg bestreiten und freue mich darauf. Kannst gar nicht unzufrieden gewesen Nein. sein. Vielen Dank dafür. Man sieht so in der heutigen Zeit, wie wichtig die sozialen Medien sind. Du erfährst da auch einen riesen Zuspruch. Wie empfindest du das selber persönlich, von deinen Fans da supportet zu werden? Ja, es ist auf jeden Fall super cool. Also man muss sich selbst eigentlich manchmal kneifen, dass es doch so viele Menschen gibt, die an einen glauben und die einen unterstützen. Da bin ich sehr, sehr viel Dank, sehr, sehr dankbar darüber. Und freue mich auch immer, das zu sehen und auch über jede einzelne Nachricht. Also es sind wirklich mittlerweile echt viele. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass es da draußen Leute gibt, die ja, einen unterstützen. Gibt auch Kraft, ne, glaube ich so. Ne? Auf jeden Fall, Wenn ja, man das weiß, da macht einen stehen Menschen. stark. Vielen lieben Dank. Wir haben dich ausgequetscht und ausgefragt. Du hast aber immer ehrlich geantwortet, hast dich den Sachen gestellt. Dafür wirklich von ganzem Herzen vielen Dank. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Kerry Schreiner auch von der privaten Seite vorstellen können. Wie sie ist, wir fanden es toll, das Interview. Wir sagen an euch vielen Dank fürs Zuschauen, an Kerry. Vielen Dank, dass du dich gestellt hast. Und wenn ihr mehr über Kerry Schreiner erfahren wollt, dann findet ihr das im Internet auf der Homepage www.kerryschreiner.de oder in den sozialen Medien bei Facebook, Instagram oder YouTube. Vielen Dank.